Hallo Freunde. Indy wurde gefunden, als er etwa 10 Wochen alt war. Das ausgehungerte und abgemagerte Kätzchen litt zudem unter Bauchschmerzen und einer Augeninfektion. Vor allem aber waren seine Hinterbeine gelähmt. Er wurde in ein Tierheim gebracht, das aber bereits überfüllt war. Deshalb wurde die Katze in einen kleinen Käfig gesperrt in der Hoffnung, dass sich schnell eine Lösung für ihre Unterbringung finden würde. Andernfalls hätte sie eingeschläfert werden müssen. Eine Frau namens Michelle, die Pflegerin eines anderen Tierheims, hörte von Indy und wollte helfen. Michelle füllte alle Papiere aus und unternahm die notwendigen Schritte, um die Katze in Empfang zu nehmen. Als sie am nächsten Morgen ins Tierheim fahren wollte, um Indy abzuholen, bekam sie eine Nachricht mit seinem Foto, auf dem er an den Gitterstäben seines Käfigs hing. Trotz der Lähmung seiner Hinterbeine gelang es ihm, sich daran festzuhalten und erstaunlicherweise darauf zu sitzen. Das war ein Beweis für seinen großen Überlebenswillen. Es schien, als wolle er allen sagen, dass er adoptiert werden wolle und dass er es schaffen werde. Michelle nahm das Kätzchen also zu sich und konnte dank ihres Tierarztes alle seine Krankheiten heilen. Was seine Beine betrifft, so wird er wahrscheinlich ein Leben lang gelähmt bleiben. Doch in seinem neuen Zuhause bewies er nach 5 Monaten, dass er durchaus in der Lage ist, ein normales Leben zu führen und zurechtzukommen. Seine Pflegemutter hatte sich so sehr an ihn gewöhnt, dass sie beschloss, ihn für immer zu adoptieren. Er ist ruhig, lieb und wir lieben ihn sehr. Wir hoffen, dass Indy anderen zeigt, dass auch gelähmte Kätzchen ein erfülltes und glückliches Leben führen können, sagte Michelle. Vielen Dank für das Anschauen dieses Videos. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat. Auf Wiedersehen!